Hallo liebe Hungrige, bei mir gibt's Heiligabend nicht traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen. Nein, es gibt diesen leckeren Frikadellenauflauf. Wir sind zu viert, da passt es mengenmäßig auch. Und kleiner Hinweis noch, der Auflauf schmeckt aber auch zu Ostern oder an jedem Sonn- oder Feierabend. Wir brauchen dafür an Gewürzen Pfeffer, Salz und Paprika edelsüß. Wir brauchen Semmelbrösel, meine sind Vollkorn, muss aber nicht sein. Speisewürze gibt es inzwischen übrigens auch schon bio. Und wer das nicht mag, ersetzt diese durch etwas Gemüsebrühe. Wir brauchen Öl, 1-2 Zwiebeln, größenabhängig, Sahne, Schmand und Senf. Meiner ist pikant, mittelscharf würde genauso gut passen. Wir brauchen außerdem Hackfleisch, am besten gemischtes, kleine Tomaten, also Kirsch oder Cocktail, 4 Eier, geriebenen Käse, frische Kräuter, entweder Petersilie oder Schnittlauch, ganz nach Geschmack, und wir brauchen Kartoffeln, am besten relativ kleine. Und diese schrubben wir gleich mal ordentlich, die Schale soll nämlich dranbleiben, anders bei der Zwiebel, die wird geschält und dann fein gehackt. Die Kartoffeln kochen wir so in 15 bis 20 Minuten. Und dann geben wir in eine große Schüssel zum Hackfleisch die Zwiebel, wir schlagen ein Ei dazu, wir streuen die Semmelbrösel ein, geben ca. 1 Teelöffel Salz dazu, würzen kräftig mit Pfeffer. Wer möchte, kann auch noch mit weiteren Gewürzen ergänzen, bei mir ist es zum Beispiel ein bisschen Kümmel. Dann geben wir den Senf mit hinein und außerdem ein paar Spritzer von der Speisewürze. Und dann wird alles gründlich miteinander vermengt. Ich mache das mit den Knethaken des Rührgeräts. Ich habe mich nämlich gerade frisch manikürt, aber ihr könnt natürlich auch die Hände dafür nehmen. Haben wir dann alles schön miteinander verknetet, formen wir Frikadellen daraus. Das macht sich am besten mit feuchten Händen, also eben zwischen den Handflächen formen. Und am Ende sollten es so 10 bis 12 Frikadellen sein. Und nun geben wir Öl in eine große Pfanne und erhitzen es und bestücken die Pfanne dann mit den vorbereiteten Frikadellen. Diese werden nun rundherum angebraten. Es wird so ca. 10 Minuten dauern. Immer mal wenden dabei. Sie sollen auch nicht zu dunkel werden, kommen ja dann schließlich nochmal in den Ofen. Sind sie dann soweit, nehmen wir die Pfanne erstmal vom Herd. Die gekochten Kartoffeln haben wir abgegossen und ein bisschen abkühlen lassen und schneiden sie jetzt in Abhängigkeit von der Größe entweder in 2 Hälften oder in Viertel. Dann noch die Kräuter klein schneiden. Ich habe mich also doch für Schnittlauch entschieden. Ich verwende dafür meine Kräuterschere und wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Nun gießen wir in eine Schüssel zum Schmand die Sahne, schlagen Eier dazu, 1, 2, 3, ergänzen mit dem in Röllchen geschnittenen Schnittlauch und würzen dann alles kräftig und zwar mit Pfeffer, ebenso mit Salz und auch reichlich Paprika kommt dazu. Anschließend alles gründlich miteinander verrühren, am besten natürlich mit dem Schneebesen. Und nun brauchen wir eine ausreichend große Auflaufform. Diese wird schön eingefettet. Dann geben wir die Kartoffelstücken hinein, verteilen sie so ein bisschen, verfahren genauso mit den Tomaten, fehlen noch die Frikadellen und das mache ich jetzt mal im Eiltempo. Darüber gießen wir nun die vorbereitete sahneartige Creme. Die verläuft zwar von selbst, trotzdem ein bisschen gleichmäßig verteilen. Bleibt noch als abschließende Aufgabe, den geriebenen Käse darüber zu streuen. Meine Devise kennt ihr ja, lieber ein bisschen mehr als zu wenig davon. Und dann ab damit in den Backofen. Und zwar für 35 bis 40 Minuten. Bei mir waren es 40, beziehungsweise in den letzten 5 Minuten habe ich die Funktion zum Überbacken genutzt. Und das Ganze bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und so lecker sieht unser Auflauf dann aus. Der macht doch wirklich Appetit, finde ich. Da muss man sich auch am Feiertag nicht damit verstecken. Für euch sollen diese wunderschön sein. Und bei der Zubereitung wünsche ich viel Spaß und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings doch lieber Kartoffelsalat, vielleicht mal ein bisschen anders essen möchtet, oder euch doch Geflügel lieber isst, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.